Herzlich willkommen zum dritten Teil mit der ETF Aktien Kryptowährungen Depotverwaltung in Excel bzw. in LibreOffice. Heute ist der 29.06.2020, auch wenn alle drei Teile bisher online gegangen sind gleichzeitig, habe ich die ersten zwei Teile gestern aufgenommen und den dritten Teil mache ich jetzt. Wie der ein oder andere weiß, schon mal direkt als Hinweis, ich hatte heute meinen ersten Arzttermin 2020, hat sich ja alles mit Corona alles auch so ein bisschen verschoben. Fühle mich aktuell so ein bisschen wie durch den, ja wie soll ich sagen, durch den Wolf gedreht. Es ist soweit alles in Ordnung, wird in einem Kaffeetalk die Tage mal drauf eingehen. Morgen kommt ja auch schon das Depot-Update für Juni. Also es geht so ein bisschen Schlag auf Schlag. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen direkt dort weiter, wo wir im zweiten Teil aufgehört haben. Und zwar, das war der Stand der Dinge. Wir müssen jetzt halt an der Oberfläche beziehungsweise noch so ein paar Felder hinzufügen. Und zwar geht es jetzt auch darum, den Depotwert über Jahre zu erfassen, damit man halt dort auch die Entwicklung dann sieht. Das heißt, ich mache jetzt hier nebendran einfach ein Feld, das nenne ich dann 1.1. Genau, 1.1. bis 31.12. Dann gehe ich hier hin und mache dann hier den Investitions. Ja, das schieben wir einfach hier jetzt ein bisschen weit auseinander, dass das halt genau nebendran passt. Dann machen wir hier Investwert. Und dann machen wir ein Feld Stand E/V. Stand, Gewinn und Verlust, dürfte klar sein. Und die Entwicklung zum Vorjahr. Das Ganze machen wir jetzt auch wieder schöne Farbe, wähle ich jetzt halt in dem Fall wieder das Limette aus und unterteile mir das Ganze jetzt hier. Machen wir hier einfach auch wieder den Rahmen drumherum. Ich muss halt immer jedes Mal, gucke ich auf meine anderen Tabelle, es ist halt, wenn man das einmal aufgesetzt hat und dann passt es halt. Und wie ich es halt auch beim letzten Teil schon gesagt habe, ich kann euch echt nicht sagen, wie viel Zeit schon in dieser Tabelle steckt. Aber es macht nach wie vor Spaß, immer wieder die Tabelle noch zu überarbeiten. Es fällt immer wieder auf, okay, das könnte noch rein, das könnte noch rein, das könnte man ein bisschen ändern. Dann ist natürlich auch das Depot als solches gewachsen von den Positionen her. Da musste ich dann halt ein bisschen Platz schaffen. Das sind halt auch diese Punkte, wo ich halt auch immer sage, wo Excel oder Office, sage ich jetzt mal, an seine Grenzen kommt. Ich mache jetzt hier dann genauso einen Rahmen, wie ich es nebenan gemacht habe. Einmal in groß. Mache mir dann hier aber zusätzlich nochmal eine Spalte und unterteile das so. Und mache mir hier nochmal eine Spalte zusätzlich, wo ich auch nochmal einen Rahmen drumherum ziehe. Was die einzelnen Felder sind, zeige ich euch gleich. Hier in dieser Zeile hier gehen wir hin. Die machen wir grau. Und dann mache ich hier eine Markierung und setze das alles auf zentriert. Und setze dann hier die Jahreszahlen hin. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2031. In meiner Originaltabelle geht es von 2019 bis 2030. Wir haben aber das Jahr 2020, deshalb habe ich es so gelassen. Hier in diesem Feld, hier in dieser Spalte machen wir auch alles in Grau. Und das gleiche machen wir auch hier vorne, wo wir auch alles in Grau unterteilen. So, jetzt kommen wir halt, wie trägt man jetzt was ein? Ich sage jetzt nur mal ein Beispiel. Ich fülle da jetzt fiktive Werte ein, und zwar bis in den Juni. Nur, dass ihr da halt so ein Beispiel halt habt, dass da halt was drin steht. Ich sage jetzt mal, ich mache jetzt hier einen Wert. Gucken wir mal kurz, ich muss mal kurz gucken, jetzt haben wir einen Wert von 13.918, machen wir es nicht so unrealistisch, machen wir jetzt hier 1.000 Euro, hier machen wir 2.000, 3.000, 4.000, 5.000,
Jetzt haben wir noch Juni, dort machen wir den Wert 13.989. Den trage ich allerdings nicht ein, sondern gehe hier hin und mache einfach gleich Investitionswert F38. Dann habe ich den Wert drin stehen. Jetzt muss ich gerade mal noch alle Felder formatieren. So, alle Zellen formatieren und mache daraus Währung. Was ist jetzt immer wichtig, praktisch immer beim Monatswechsel? Und zwar dieses Feld F38 geht immer eine Spalte, wandert die nach unten. Das heißt, nächsten Monat gehe ich praktisch hin und mache am Monatsletzten im Juni, schreibe ich den Wert, der hier steht, schreibe ich von Hand hier in die Zeile und trage dann beim Juli F38 ein. Und so setze ich das immer und immer und immer wieder fort, damit das immer automatisch berechnet wird. Und jetzt kommen wir zur Entwicklung des Vormonats. Dazu muss ich aber jetzt noch hingehen und muss jetzt sagen, hier Investitionswert 2020. Hier kommt auch wieder als Feld hin, muss ich mal kurz gucken, genau. Hier kommt auch hin gleich F38. Und da wird auch nichts dran geändert. Und diese beiden Felder hier, Stand, Gewinn und Verlust, mache ich auch beide in Gold. So, machen wir hier auch Dunkelgold, dass es gleich aussieht. Und genauso wie Gewinn und Verlust. Jetzt habe ich allerdings Gewinn und Verlust. Die Prozente habe ich jetzt hier noch nicht mit reingebracht. Fällt mir jetzt, doch, hier habe ich sie. Hier habe ich sie. Und allerdings hier habe ich noch nicht Gewinn und Verlust. Das heißt, das muss ich jetzt dann noch reinbringen. Vorbereitung ist ja doch alles. Das machen wir dann gleich. Ich gehe mir das mal gerade so in mein Textdokument, wo ich mir so die ganzen Formeln so ein bisschen jetzt reingeschrieben habe. Also ich habe mir halt auch die ersten beiden Teile nochmal so angeguckt. So im Schnelldurchlauf, sage ich mal. Wie ich das beim ersten Teil schon gesagt habe, es wird vielleicht ein wenig langatmig. Ja, aber ich hoffe trotzdem, einer guckt sich wirklich alle Teile an, setzt das Ganze um und für denjenigen ist es auch eine Hilfe. Ich hoffe wirklich, dass es soweit passt. Aus dem Feld mache ich Prozent, Negativzahlen natürlich in Rot. Ausrichtung mache ich nach rechts. Und dann trage ich hier dann ein, das muss ich mal kurz gucken, F49 minus E49, das heißt, das Feld minus das Feld. Genau. Das heißt, ich mache jetzt hier gleich das Feld minus das Feld. Und dann korrigiere ich das Ganze nochmal, mache also nur einfach ein Gleich, Klammer auf, das Feld minus das Feld, also Investitionswert und Investitionssumme, Klammer zu, slash ABS, Klammer auf, E38. Dann sieht man, ich habe ein Minus von 7,39%. Diesen Wert mache ich hier oben beim Feld O27 und setze das dort ein. Gleich. Und dann ist dieses Feld immer unverändert. Wenn jetzt das Jahr 2021 vorbei ist, tragt ihr die beiden Werte von Hand ein und setzt dann F38 hierhin und setzt G38 dorthin. Und dann seht ihr halt auch, wie die grafische Darstellung sich verändert. Jetzt kommen wir allerdings gleich zur Berechnung des Vormonats. Am Jahresende 2020 wird praktisch die Entwicklung vom Vormonat vom letzten Tag des Vorjahres genommen, das heißt von diesem Wert. Dementsprechend halt schreibe ich die Formel da rein, allerdings wird dann jetzt hier eine riesen Minuszahl dort stehen. Ich hoffe aber, ihr wisst, wie ich es meine.
Ich zeige es einfach mal ganz kurz. Also ich schreibe jetzt hier einfach hin, Entwicklung zum, erstmal mal hier, mache ich auch noch mal das Ganze in Prozent. Haben wir schon, negativ rot ist richtig, Ausrichtung rechts ist auch richtig. Und dann schreibe ich hier hin, gleich, wenn, Klammer auf, ist Fehler, Klammer auf, Klammer auf. Jetzt muss ich hier mal kurz in meiner Tabelle, muss ich jetzt noch mal gucken. J, Klammer auf, genau. Das ist dann J27. Minus hier der Investitionswert, weil das praktisch der Wert wäre vom Vorjahr. Der Januar bezieht sich ja immer auf den Dezember. Ich will einfach keinen Fehler machen, deshalb muss ich jetzt genau gucken. J27, N27, passt. Klammer zu. Slash ABS slash N27 Klammer zu Strichpunkt Anführungszeichen Anführungszeichen Strichpunkt Klammer auf J27 minus N27 Klammer zu slash ABS Klammer auf N27 Klammer zu Klammer zu. Dann sieht man halt einen Wertverlust von 92%, weil das bezieht sich jetzt immer dorthin. Immer auf diesen Wert. Diese F38 jetzt hier stehen, die stehen ja normalerweise dann hier oben. Und dann geht das so kontinuierlich halt weiter. Und nachher jetzt beziehen sich die Werte nicht von hier nach darüber, sondern der Wert zu dem Wert. Dann wird das Ganze halt ein wenig, wie soll ich sagen, ja, entspannter. Jetzt haben wir ja hier J27 ist ja hier. Jetzt gehe ich einfach hier in diese Zeile, mache Ctrl-C. Ctrl-V. Und dann sieht man halt, da steht jetzt die Formel drin. Und J28 bezieht sich immer auf J27. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin und mache hier J27. 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 Dann sieht man halt die Steigerung um 100%. Und ich sehe jetzt gerade, hier ist das noch ein Fehler. Ne, das ist kein Fehler, das ist sogar richtig. Das habe ich bei mir auch so. Also ich habe dann anschließend hier diese ganze Zeile habe ich mit dem Rahmen versehen. Genauso wie hier. Also jede Zeile habe ich hier mit einem Rahmen versehen. Und dementsprechend halt mache ich das jetzt mal gerade eben. Dass wir da wirklich ziemlich konform sind. Ich habe halt auch unheimlich viel Spaß, wenn ich an meiner Tabelle da am Arbeiten bin. Und jetzt zum Beispiel diese lange Formel, gerade jetzt für die Entwicklung zum Vormonat. Ihr könnt euch eventuell vorstellen, wie lange ich gebraucht habe, bis das funktioniert hat. Gerade weil ich auch kein Excel-Profi bin. Aber ich beiß mich dann so dermaßen an solchen Problemen fest, weil ich will dann einfach, dass es funktioniert. Und mir aber auch gleichzeitig halt auch das Leben erleichtert. Ich mag halt einfach solche Statistiken, weil solche Statistiken sind halt auch einfach eine riesen Motivation. Und jetzt machen wir hier genau das Gleiche. Ctrl-C, Ctrl-V. Und dann wird jetzt sofort diese Zeile richtig angepasst. Seht ihr? J29 bezieht sich auf J28. J28 bleibt drin. J28 hier, J28 dort.
Dann gehen wir hier hin, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Hier haben wir dann die Steigerung auf 161%, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V und Ctrl-C, Ctrl-V. So, also Steuerung, Control, Steuerungstaste. Und wenn ich jetzt hingehe, sagen wir jetzt einfach mal, der Monat Juni ist rum und dann trage ich diese 13.089,85 Cent, trage ich hier ein. Und dann haben wir zum Beispiel am 1. Juli haben wir dann zum Beispiel Entwicklung von 13.389,58. Und dann sieht man halt, es geht direkt weiter. Wobei hier gehen wir dann halt hin und machen dann das Feld gleich F39. Und dann haben wir eine Wertsteigerung von plus minus 0. Und dann muss das einfach immer so weiter wandern. Aber ich mache das jetzt hier nochmal raus und mache hier einfach das Feld F39 hin. F38, Entschuldigung. Und dann ist das fertig. Und wie ihr seht, ihr braucht einfach immer nur beim aktuellen Monat, am Monatsende was zu machen. Hier braucht ihr nichts mehr zu verändern, hier braucht ihr nichts mehr zu verändern. Und wenn jetzt das Jahr vorbei ist, ich sage jetzt nur mal als Beispiel, das Jahr ist vorbei. Wir haben jetzt am Jahresende, ich gehe jetzt mal hin, ich mache jetzt nochmal die 13.089. Ich mache es jetzt halt extra ein bisschen ausführlicher. Dann haben wir hier 14.000, dann haben wir hier 15.000. Dann haben wir hier 16.000, 17.000, 18.000 und am Jahresende haben wir 18.500. Dann ist das Jahr vorbei. Dann geht ihr hin und nehmt diese 18.500 und tragt die hier ein und die F38 hier drunter. Das heißt also hier 18.500 und hier macht ihr das Feld F38 hin. Diese Berechnung und genauso geht es dann auch hier weiter. Diese G38 wandern dann auch runter. Die Formel zur Berechnung hier kommt gleich. Wenn dann das Jahr rum ist, muss ich mal kurz was gucken. Ja, stimmt. Dann stimmt das. So, jetzt kann ich hier noch hingehen, kann sagen 20.000. Dann sieht man halt hier 2000 Wertverlust von 50%. Und wenn das Jahr rum ist, geht ihr einfach hin, lasst dann hier den aktuellen Wert vom Jahresende stehen und löscht hier alle Werte raus, aber nur aus dieser Spalte. Und dann geht das ganze Jahr wieder von vorne los. Ihr müsst also am Jahresende, habt ihr so ein paar Wartungsarbeiten, sage ich mal, wo ihr die Formeln einfach nach unten schiebt. Aber dann habt ihr wieder das ganze Jahr, habt ihr dann wieder Ruhe. So, gleich F38. Hier machen wir auch gleich F38 und das löschen wir raus. Dann haben wir das schon mal drin. Und jetzt bringen wir diese Grafik, dieses Diagramm, was ich halt drin habe, Depot, Wert, Entwicklung, aktuelles Jahr, bringen wir jetzt rein. Und zwar gehen wir hin, ich markiere jetzt hier diese ganze Zeile, das sind 12 an der Zahl, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, ja, passt. Und gehe hier oben auf Diagramm einfügen. Und dann habe ich das Diagramm drin. Dann sage ich, ich möchte ein Säulendiagramm gehe dann hier auf Vor, Datenreihe in Spalten ist auch richtig. Vor, Spalte ist auch richtig. Diagrammelemente, die Legende möchte ich nicht haben. Und den Titel nenne ich halt Depot, Wert, Entwicklung, aktuelles Jahr. Dann kann ich, ja, das war jetzt ein Fehler, Moment, einmal kurz hier weg, dann klicke ich es nochmal an und dann kann ich mir das hier hinschieben, wo ich das hinhaben möchte. Auch von der Größe her kann ich das dann halt so machen, wie ich das haben will. Wer halt das Depot-Update verfolgt, der kennt diese Grafik. Wenn er jetzt einfach hier guckt, wenn ich jetzt hier hingehe, gebe jetzt hier ein 15.000, 16.000, dann geht diese Grafik automatisch weiter.
dann haben wir diese Grafik drin. Wenn ihr jetzt diese Farben von diesem Element noch ein bisschen anpassen möchtet, da gehe ich aber jetzt hinten näher drauf ein, da könnt ihr mit den Funktionen einfach ein bisschen rumspielen. Macht ihr einfach einen Doppelklick drauf, dann habt ihr hier Diagrammtyp, Diagrammwand, Datenbereiche, Titel, Legenden. Da könnt ihr dann halt rumspielen, dann macht ihr hier Extras, das muss ich selber mal ganz kurz gucken, und zwar Diagrammfläche. Dann könnt ihr hier eine Farbe auswählen, könnt zum Beispiel sagen, ihr wollt diese Farbe in, wo wir jetzt einfach mal hellgrau 1, ja nicht unbedingt, das wäre dann dieselbe Farbe. Doch, machen wir hellgrau 1, genau, oder hellgrau 3. Okay. Und dann seht ihr halt, das war jetzt wieder mein Fehler. Diagramm verschieben. Immer kurz rausgehen, nochmal anwählen und dann könnt ihr das halt einfach so schieben, wie ihr das möchtet. Ihr könnt nichts kaputt machen. Ihr könnt immer den Schritt zurückgehen über Bearbeiten rückgängig. Dann könnt ihr alle Schritte, ich glaube bis zu den letzten 50 Schritten könnt ihr da zurückgehen. Wichtig ist, dass ihr halt nicht speichert. Aber ich will jetzt euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wenn ich jetzt das Ganze speichern würde. Gehe jetzt hier oben, weil ich das ja auch noch nicht gespeichert habe, mache ich jetzt Speichern und nenne das Ganze dann halt Cockpit. Und schmeiß mir das einfach hier auf Desktop. Und jetzt ist das Ganze gespeichert. Und wenn ich jetzt will, dass die Werte hier aktualisiert werden, wie ich das euch gezeigt habe, geht ihr einfach auf Datei nach dem Speichern und macht Neu laden. Das dauert jetzt einen Moment, aber ihr werdet sehen, die Werte werden sich jetzt verändern. Jetzt haben wir aktuell ein Minus von 7,39 und jetzt haben wir ein Minus von 8,21. Also zum Wochenstart hat die Börse mal wieder nachgelassen. Morgen kommt ja das Depot-Update. Aber so wird dann halt immer die Aktualisierung gemacht, weil ich ja diese Auto-Aktualisierung halt nicht aktiviert habe. So, und jetzt das Gleiche. Gehen wir jetzt hin und machen das Ganze mit den Jahresunterschieden. In der ersten Zeile kommt nichts hin, weil klar, das Jahr 2019 ist nicht drin. Und wenn ich jetzt hingehe und sage jetzt mal einfach, jetzt mache ich hier einen Wert rein, den schreibe ich von Hand. Normalerweise kommt ja dort die Zeile F38 hin, das schreibe ich einfach einen Wert hin. Sagen wir mal, wir hatten jetzt eine Wertentwicklung von 2020 zu 21. Sagen wir jetzt einfach mal 24.000. Ja, das wäre jetzt ein bisschen unrealistisch, machen wir 19.800. Gewinn und Verlust wandert ja dann nach unten. Das lasse ich jetzt in dem Fall leer. Es geht jetzt einfach um diese Berechnung. Jetzt markiere ich hier alle Felder. Mache dann Zellen formatieren. Mache dann auch hier Prozent. Negativ, gegebenenfalls in Rot, wenn wir eine negative Entwicklung vom Vorjahr zum nächsten Jahr haben. Und dann geht hier das gleiche Spiel nochmal los. Ich gehe also hin, schreibe gleich, wenn gleich ist Fehler, Klammer auf, Klammer auf. N28. Minus N27, Klammer zu, slash ABS, Klammer auf, N27, Klammer zu, Strichpunkt, Anführungszeichen, Anführungszeichen, Strichpunkt, Klammer auf, diese Zeile, minus diese Zeile, Klammer zu, slash ABS, Klammer auf, N27, Klammer zu, dann sieht man halt eine Steigerung um 52%. Da könnte ich jetzt hier oben noch grün auswählen, aber das lassen wir jetzt mal. Das könnt ihr euch ja von den Farben her anpassen, wie ihr das möchtet. Und das Schöne ist, hier haben wir nicht diese Springerei in der ersten Zeile vom alten Jahr ins neue Jahr. Und dementsprechend kann man einfach hingehen, kann sagen Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Das mache ich jetzt bis unten hin.
Hier steht halt immer diese minus 100%, das lässt sich halt nicht vermeiden. Da müsste ich die Formel noch ein bisschen umstricken, aber das stört mich nicht weiter. Deshalb stört mich diese 100% nicht, das ist jetzt überhaupt kein Problem. Und hier in der Zeile, das ist ja Entwicklung aktuelles Jahr, da geht es ja hier drum. Ich mache das jetzt extra mal noch ein bisschen kleiner, weil ich habe das ja in meiner Tabelle auch so, dass das so ein bisschen aufgeteilt ist. Ich mache es jetzt mal so, ich mache es nachher wieder größer. Und jetzt geht es drum, jetzt markiere ich hier diese Spalte mit der Investitionswertspalte zusammen und gebe es unten hin. Mach wieder Diagramm. Hol auch wieder das Säulendiagramm. Gehe dann vor. Jetzt muss ich selber kurz gucken, wie ich das damals gelöst habe. Genau, hier wählt man dann erste Spalte als Beschriftung, geht dann vor, nochmal vor, lässt die Legende, lässt man weg, also ich brauche die halt nicht und macht dann hier hin Depotwertentwicklung in Jahren. Und dann mache ich hier einfach beenden und dann wähle ich hier auch noch die Diagrammfarbe aus. Heißt, das war hier Diagrammfläche. Wir dann hier auch Hellgrau 2. Ah, das war jetzt falsch. Hellgrau 3 wäre es gewesen. Und dann haben wir jetzt noch mal kurz neben dran klicken, dann einmal nur klicken und dann kann man das Ganze verschieben, wo man es hinhaben möchte. Wie ihr es jetzt halt hier seht, ist das natürlich ziemlich groß. Machen wir ein bisschen kleiner. Das könnt ihr euch anpassen auf eure Monitorauflösung, wie ihr das habt, also wie ihr das haben wollt, wie es euch am besten gefällt. Und dann ist diese Seite soweit fertig. Aber Moment, es ist noch nicht fertig. Ich weiß, was kommt. Wenn ich es jetzt nicht reinmachen würde, käme nämlich die Frage, was ist mit dem Smiley? Diesen Smiley bringen wir jetzt rein. Also der Smiley soll einfach sagen, ist das Depot im Ganzen positiv oder negativ? Ist es negativ, ist er traurig, ist es positiv, dann lacht er. Will ich euch kurz zeigen, wie ich das reingebracht habe. Ich habe das ja bei mir hier auf der Seite. Ich bringe es jetzt mal hier unten hin. Da könnt ihr hingehen und könnt das hier machen, wie ihr das wollt. Dafür gehe ich hin, markiere mir jetzt hier ein paar Felder, mache eine rechte Maustaste und sage Felder verbinden. Dann gehe ich hier oben hin und schreibe rein, gleich wenn, Klammer auf, H38 müsste das sein. Genau. H38 größer gleich 0, Strichpunkt, Anführungszeichen, dann soll er bitte ein J machen. Jetzt werden wahrscheinlich der ein oder andere fragen, wieso denn ein J? Das seht ihr gleich. Und wenn, Klammer auf, H38 kleiner gleich 0, Strichpunkt, Anführungszeichen, soll er bitte ein L machen. Anführungszeichen, Klammer zu, Klammer zu. Dann macht er natürlich jetzt ein L. Und damit wir das Ganze jetzt hier schön hinkriegen, mache ich das hier jetzt zentriert. Einmal erstmal zentriert im Ganzen und dann auch vertikal zentrieren. Dann haben wir das L in der Mitte. Und dann ändere ich hier oben bei diesem Feld die Schriftart in Wing Dings. Dann seht ihr, da ist der Smiley. Dann machen wir das Ganze noch ein bisschen größer. Schreibe ich hier 150 hin. Gut, das war jetzt zu viel, das ist gut. Machen wir 130 hin. Dann sieht das Ganze so aus. Und ihr seht, jetzt ist er halt traurig. Und wenn ich jetzt gerne hätte, dass er jetzt lacht, das mache ich jetzt nur mal als Beispiel. Jetzt gehe ich zum Beispiel hin. Machen wir jetzt 4712, mache ich jetzt anstatt hier, mache ich einen Einstandswert, machen wir jetzt nur 2000. Und dann lacht er, dann bin ich nämlich im Plus. So, und dann kann ich noch hingehen und mache mir jetzt halt dieses Feld einen Rahmen rum.
Dann mache ich hier jetzt noch zwei Reihen, wo ich miteinander verbinde. Mache mir hier auch noch einen Rahmen rum und schreibe mir hier einfach gleich und hole mir hier einfach bei G38 den Wert weg. Zentriere mir das Ganze halt auch hier in die Mitte und mache es von der Schrift halt hier auch ein bisschen größer. Und dann sieht man halt immer genau, warum er traurig ist. Er ist traurig, weil das Depot 8,21% im Minus ist. Und dann wäre diese Seite wäre soweit fertig. Was wir jetzt noch ausblenden, sind die Kryptowährungen, die noch unten eingeblendet sind. Und dann ist diese Seite hier ist komplett fertig. Die ersten drei Teile werden jetzt online gehen. Was jetzt dann halt noch kommt in Teil 4, ist die Seite Asset Allocation, also das Kuchendiagramm. Und dann kommt dann noch ein Teil mit dem ETF Rebalancen. Aber so ist zumindest mal diese erste Seite fertig, die eigentliche Depotverwaltung. Alles andere ist jetzt dann so, ich sage jetzt mal Beigabe. Ihr müsst halt, wenn man es jetzt noch mal ganz kurz zusammenfasst, hingehen, euch entsprechend eurem Depot so und so viele Spalten hinmachen, dann halt die ganzen Kurse importieren lassen automatisch, wie ich das im ersten Teil gezeigt habe. Und was ihr mal eintragen müsst, in die grünen Felder, Einstandswert anpassen, seht ihr bei eurem Broker oder dokumentiert es halt in Portfolio Performance. Könnt ihr auch den Wert abgreifen, die Anteile anpassen. Dadurch ergibt sich dann halt die Summe, die in ETFs und Aktien angelegt wurde. Bei den Kryptowährungen müsst ihr das Hand zu Fuß machen. Ist halt ein wenig umständlich, aber ich gehe mal davon aus, der größte Teil, der die Tabelle jetzt nachbaut, hat sowieso nichts mit Kryptowährungen am Hut. Aber ich habe es halt reingebracht, weil jeder gefragt hat, kann ich deine Tabelle bekommen? Oder viele gefragt haben. Und deshalb denke ich mal, war das so der einfachste Weg. Hier oben könnt ihr euch immer eine Übersicht machen, zum Beispiel 2000 Euro habt ihr jetzt auf dem Tagesgeldkonto, bei Smart Broker habt ihr jetzt zum Beispiel, oder bei eurem Broker habt ihr jetzt zum Beispiel 264 Euro liegen. Dann habt ihr hier auch immer einen Überblick, was ihr an Barmitteln aktuell auf den verschiedenen Konten verteilt habt. Normalerweise kann man halt hingehen, macht überall einfach eine Null, wenn noch nichts drin ist und dann passt das. Der Punkt Dividenden lasse ich jetzt leer, die Spalte ist schon mal da. Ich warte halt, also es kommt auf jeden Fall Asset Allocation Rebalancen, das kommt auf jeden Fall rein. Ob es dann noch darüber hinaus weitergeht mit dem Bau der Tabelle, liegt dann dran, wie gut es angenommen wird, wie es gefallen hat. Ich weiß, es ist nicht so ein Online-Kurs oder so ein Kurs jetzt gewesen, wie der ein oder andere das vielleicht kennt. Es war auch jetzt das erste Mal. Und also ganz oben steht einfach, es soll euch helfen. Es war manchmal ein bisschen schwierig, gerade jetzt beim zweiten Teil, wo ich oftmals wieder was gelöscht habe, wieder reingebracht habe. Aber das sind die Schwierigkeiten, auf die ihr auch immer und immer wieder stoßen werdet. Ihr werdet auch merken, nicht nur, dass diese Depotverwaltung in Excel eine Riesenhilfe ist, ihr lernt auch unheimlich viel im Umgang mit Excel und was für ein mächtiges Tool das ist. Genauso sage ich ja halt auch, LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Office in Verbindung mit Portfolio Performance, das ist so mega. Ne? Also die ergänzen sich unheimlich gut. Es gibt viele, die sagen, sie brauchen es nicht. Ich sage halt, ich möchte beides nicht mehr missen. Sag auf jeden Fall schon mal diese drei Teile vielen, vielen Dank. Jetzt kommt, morgen kommt das Depot-Update und dann geht es auch dann mit dem vierten Teil und dann direkt danach auch dem fünften Teil geht es dann weiter. Und dann ist erstmal die Tabelle soweit fertig und dann warte ich mal ab, wie so das Feedback ist und wie es angenommen wird. Wichtig ist, dass ihr bei allen drei Teilen, das würde mich auf jeden Fall freuen, zeige es auch nochmal, Daumen hoch. Der Daumen runter ist auch okay, gerne reinschreiben, woran es gelegen hat. Es war nicht perfekt. Ich habe mir, wie gesagt, die ersten zwei Teile angeguckt. Also nach den Videos hätte ich die Tabelle auch nachbauen können. Das war das Wichtigste, ob ich mich selber verstehe. Aber halt, ja, so baue ich meine Tabellen. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann gehe ich halt auf die Suche. Auch wenn ihr irgendwelche Befehle sucht, wie zum Beispiel dieser ABS-Befehl, gebt einfach bei Google ein ABS Excel. Kriegt ihr genau eine Erklärung, was das ist. Oder wenn Fehler. Wenn Fehler. Excel, kriegt ihr genau bei Google eine Antwort, was das ist. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Interesse. Wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns hoffentlich morgen beim Depot-Update und hoffentlich dann halt auch beim vierten Teil,
bei der Depotverwaltung in Excel. Bis dann. Ciao.